Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband stellt Grundwerte und den Menschen in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten. Uns geht es darum, die Lebensbedingungen der Selbstständigen in unserem Land zu verbessern, sagt Präsident Günther Ernst und eröffnete den traditionellen Ball des Wirtschaftsverbandes im Casino Baden. Viele Unternehmer aus dem ganzen Bundesland und zahlreiche Ehrengäste konnten beim traditionellen Ball im Casino Baden begrüßt werden. Die Gäste konnten sich auf viele Highlights, musikalische Unterhaltung vom Feinsten und tolle Preise freuen und bei bester Stimmung konnten viele Kontakte geknüpft und vertieft werden. Wirtschaft ist immer ein Miteinander und ich freue mich, dass wir so viele liebe Wirtschaftstreibende aus allen Teilen Niederösterreichs hier bei uns haben. Natürlich haben wir unseren Spaß, aber Wirtschaft und Spaß liegen eng beieinander und man kann ja auch gute Kontakte knüpfen auf diesem Ball und das eine oder andere ist immer in die richtige Richtung entwickelt worden. Stichwort Networking. Ich sage, man ist natürlich ein bisschen gemischt hier. Es geht nicht, dass man auf einen Ball geht, wo man in unserer Funktion nicht arbeitet. Aber man versucht natürlich auch ein bisschen Spaß zu haben, was auch wichtig ist, beim Ernst, den wir auch vorfinden. Aber wichtig ist, dass die Sozialpartnerschaft funktioniert und als Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich ist es wichtig, dass man auch beim Wirtschaftsball dabei ist. Und ich bin die letzten Jahre hier gewesen und waren immer sehr nette Gespräche. Und der Spaß kommt natürlich auch nicht zu kurz. Ich hoffe also, dass also die kommunikativen Belange, dass man sich trifft, liebe Freunde aus ganz Niederösterreich und auch aus Wien und andere Bundesländer, die wo man eher selten sieht, dass man ein bisschen plaudern können. Aber natürlich, Politiker neigen dazu auch immer über Politik zu sprechen. Für den Wirtschaftsverband da ist ja einiges zu tun im heutigen Jahr, vor allem für die Gewerbetreibenden, für die kleinen und Mittelbetriebe. Wie sehen Sie denn die Problematik, speziell in Niederösterreich? Also wir haben eine ausgezeichnete Arbeitsbeziehung, der Herr Präsident und ich. Und alle Wünsche, die da sozusagen an Veränderungen herangetragen werden an die Politik, nehme ich natürlich mit in die entsprechenden Gremien. Und es ist natürlich nicht einfach, ein Unternehmen zu führen. Die Bedingungen werden eher rauer als einfacher. Aber durch das, dass wir ein ausgezeichnetes Commitment haben, versuche ich da auch unterstützend einzugreifen, wenn es gewünscht ist. Wichtig ist natürlich, dass wir Arbeitsplätze schaffen. Und da ist es wichtig, dass wir die Sozialpartnerschaft, die wir in Niederösterreich ja sehr, sehr gut vorfinden, weiterhin pflegen. Wenn es der Wirtschaft gelingt, Arbeitsplätze zu schaffen, dann ist es auch gut für die Menschen, für die Arbeitnehmer, dass wir in Beschäftigung sind und letztendlich sind es auch die Arbeitnehmer, die die Wirtschaftskraft in diesem Land auch bringen. Und wenn wir da gemeinsam den Ball uns gemeinsam wieder gegenseitig spielen, dann glaube ich, sind wir auch erfolgreich. Und letztendlich geht es darum, Klein- und Mittelbetriebe zu fördern. Österreich ist geprägt dadurch. Aber was wichtig ist, wir brauchen auch Flaggschiffe der Industrie. Und wir brauchen dort und da, sage ich auch, weniger Bürokratie, wenn es um Verfahren, wenn es um Umweltverträglichkeit geht. Denn es sind schon viele Arbeitsplätze auch verloren gegangen, weil es zu lange gedauert hat oder zu mühsam wird. Also da sind wir Partner und das wollen wir auch im Jahr 2016 sein. Ich glaube, so wie immer, und das ist auch gut so, dass also der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband für Einzelunternehmen und KMUs steht und hier versucht, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Das ist ein permanenter Prozess, da kann man nicht sagen, das macht man einmal und dann ist es, sondern ich glaube, da muss man sich immer einsetzen. Und das tun sie oder das tun wir mit großer Freude.